Warum ein persönliches Seelengemälde dich in die nächste Ebene von deiner Entwicklung bringen kann, das erkläre ich dir in diesem Video. Gleich geht es los. Herzlich willkommen. Schön, dass du auf meinen Kanal gekommen bist hier. Ich heiße Gabriele Buck und bin Mentorin, spirituelle Lehrerin und Seelenmalerin, ein Malmedium. Und sicherlich, wenn du hier den Kanal gefunden hast, bist du vielleicht schon längere Zeit auf deinem persönlichen Weg, auf deinem Seelenweg. Und dieser Weg führt ja immer in tiefere Schichten zu dir selbst und du wirst immer wieder mit bestimmten Situationen im Außen konfrontiert. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in so einer Phase, viele sind in so einer Phase, wo sie schon so vieles ausprobiert haben, wo sie vieles gemacht haben, in sich bewegt haben. Und doch ist vielleicht noch ein Teil, der noch nicht im Frieden ist oder sich noch nicht angenommen fühlt oder es fehlt noch so der Zugang zum wahren Ursprung, dass man so wirklich fühlt, ich bin jetzt angekommen. Und an der Stelle kann ich empfehlen, sind die Seelengemälde, die ich erstellen kann, sehr, sehr hilfreich. Denn mit meinem medialen Blick kann ich mit deiner Seele, ja, die Bilder sehen, die mir deine Seele rüberschickt. Das können Ausschnitte sein aus ihren Erfahrungen. Das ist in der Regel ein Ausschnitt aus der Uressenz, das, was dich im Grunde ausmacht, was dein tiefster Kern ist. Und diese dann auf Leinwand zu bringen, das setzt einen Prozess in dir in Gang, der sehr befreiend ist, der dich zu dir bringt, vor allem natürlich, wenn du das Bild dann siehst, wenn du das Bild zum ersten Mal siehst. Das sind so schöne Berührungen fühlbar, wenn ich da dabei sein darf, wenn das Bild abgeholt wird. Und dann kann man erkennen, wie sehr die Seele sich gesehen fühlt. Weil wir haben alle ja auch Aspekte in uns, dass wir unsere Seele, die Klarheit, die Schönheit, die Reinheit der Seele oftmals durch die Überlagerungen an Erinnerungen, was da noch da sind, gar nicht so richtig wahrnehmen können. Und genau an dem Punkt setzen meine Seelenbilder an. Das wurde mir einfach mitgegeben, dass ich das schauen kann, dass ich es, weil ich nehme die Frequenzen, die Seelenfrequenzen wahr, alles ist Schwingung und die übersetze ich dann in Farben und Formen, vielleicht in Mustern, in Flächen, das ist ganz unterschiedlich, auch mal als Mandala, ganz, ganz unterschiedlich und du kannst es natürlich visuell dann über deine Augen, die Augen sind Tore, da kannst du es aufnehmen, die Information. Dann mache ich ja noch die kleinen Booklets dazu, da gibt es auch sonst noch Videos. Ich verlinke unten noch weitere Videos zu dem Thema. Und dann hast du die Möglichkeit, dir selbst in einem anderen inneren Raum zu begegnen. Und das wird für die Zukunft, für unsere Körper, für unsere Lichtkörper, für unser ganzes Dasein ist es so immens wichtig, hilfreich, gut und schön und erfüllend, wenn wir hier dann in unseren Räumen diese Schwingung, die unsere Seele rüber gibt, auch sehen können. Wenn du da mehr Informationen drüber möchtest, dann ich verlinke meine Webseite unten, dann kannst du da schauen, du kannst mich auch anschreiben, über meine Webseite Kontakt zu mir aufnehmen und dann ist es wirklich, das ist ein Impuls und der Impuls gibt die Seele. Ja, wenn sie gesehen werden möchte, wenn du einen anderen Bezug zu dir selbst generieren möchtest,
dann sei hier herzlich willkommen bei der medialen Seelenmalkunst. Ja, ich grüße dich ganz herzlich. Es gibt auch sonst noch Gemälde, das kann auch ein Energiegemälde sein. Die Namen sind ja vielfältig wie das Leben. Also, was dich anspricht, es geht übers Fühlen. Dein Herz, deine Seele, dein Herz fühlt es. Alles Liebe!